Guten Abend, mein Name ist Christian Schlegel und Sie schauen diesen Clip, weil Sie ein bisschen was über den Nasdaq wissen wollen. Nasdaq habe ich das letzte Mal gemacht, ich glaube am 6. Juni. Ist mal wieder ein bisschen Zeit geworden. Wir haben jetzt Dienstag, den 25. Juni 17:46 Uhr, wenn ich anfange. Oder eine andere fragte, ich bin verpflichtet, diese Uhrzeit dazu zu sagen. Gibt es ganz klare Vorschriften. Das hier ist der Chart, so wie wir ihn das letzte Mal hatten. Und zwar habe ich hier an diesem Punkt gesagt, also das ist alles schön und gut, was der hier macht, der steigt, das ist ja noch positiv, aber er soll Gas geben, er, der Nasdaq, soll Gas geben, damit er möglichst schnell die 20-Tage-Linie überbietet und sich damit hier in der Technik nicht verbraucht. Und jetzt hat er dann Folgendes gemacht. Ich ziehe mal den Chart jetzt hier so ein bisschen rüber. Der hat dann richtig Gas gegeben. Und hier sind wir heute. Das hat er gut gemacht, überhaupt keine Frage. Er hat da ein bisschen Angst bekommen von dem alten All-Time-High. Da sind wir hier so bei 7844 war das. Da hat er Schiss bekommen. Ein bisschen so wie der DAX bei der 12.432. Der Standard Poor's war ein bisschen über dem alten High, ich glaube um 30 Punkte, hat es aber dann auch gleich wieder abgegeben. Der Dow hat auch noch einen kleinen Weg vor sich. Aber Nasdaq fand ich jetzt schon mal frappierend. Diese Geschichte hier nennt man eigentlich Hanging Man. Machen wir das Fadenkreuz raus. Das ist ein Hanging Man, ein ganz, ganz schwieriges Signal. Kann man eigentlich immer erst am nächsten Tag was mit anfangen. Ist nicht so schön wie jetzt zum Beispiel ein Hammer. Okay, gehen wir komplett zum Chart rüber. Das ist jetzt erstmal nach unten hin die wichtigsten Punkte. 6950, Doppelboden. Schön soweit. Wir haben diesen Trend, kommen vom alten All-Time-High im Ende April. Das haben wir gebrochen. Auch gut, gleitende Durchschnitte in Ordnung. Die Bänder sind zwar aufgegangen, aber ich empfinde es nicht als gravierend. Gravierend ist zum Beispiel sowas hier. Das ist für mich gravierend. Oder sowas. Aber egal wie, sie sind aufgegangen und das der Bewegung entgegengesetzte untere Band trägt jetzt nach oben. Das ist schon mal negativ. Negativ ist auch das MACD. Es ist das dritte Histogramm, wenn wir heute hier so schließen, werden wir noch ein bisschen. Was negativ, also in diesem Fall kürzer ist, nicht schön. Und wir sind Stochastik unter 80, gefällt mir also auch nicht. Vor diesem Hintergrund muss ich davon ausgehen, dass die Angst vor dem Hoch, was wir da im Mai hatten, so groß ist, dass wir erst noch mal ein bisschen Atem holen müssen. Und dieses Atem holen sollte meines Erachtens nach durchaus diesen Bereich sehen können hier, den grau schraffierten. Wir haben hier 1, 2, 3 sehr wichtige Punkte. Ich mache es Fadenkreuz wieder rein. Das ist bei 7.458. Einmal, zweimal, dreimal. Es verbindet sich dann mit der 20-Tage-Linie, die ist heute hier bei 7.440. Und als nächstes kommt das Gap, was wir haben vom 7.6. Und da ist der Schlusskurs 7.418. Also dieses ganze Kästchen hier ist jetzt für mich so eine Art Zielzone. Die 20-Tage-Linie wird ganz klar ein bisschen steigen, logisch, jeden Tag ein wenig. Aber ich glaube, dass er erst noch mal hier ein bisschen runter muss, Atem holen und dann müssen wir uns überlegen, ob wir den Weg weiter fortsetzen nach unten oder ob wir vielleicht wirklich mal dieses High hier rausnehmen. Die Nachrichtenlage ist angespannt, kommt jeden Tag irgendwo was Neues und deswegen schaue ich jetzt mal mit euch hier nach Calls, die ihr euch auf die Watchlist legen könnt. Für einen Call, den ich heute hier und jetzt noch nicht kaufe, sondern erst dann, wenn wir diesen Punkt hier entweder überboten haben oder als einen echten großen Zock, der weil er da einen großen Hebel hat, wenn wir in diesen Bereich hier rein sind. Das ist eine 7.372er Basis. Da sind wir hier, wo jetzt die Maus ist. Hat im Moment einen 26er Hebel und ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GA7D3T. Der kommt dann ins Spiel, wenn wir hier noch ein bisschen runtergehen. Ich möchte keinen nehmen, der tiefer ist, weil die Gefahr ist gegeben, dass wenn wir hier durchgehen, vielleicht die 20-Tage-Linie unterbieten, dass wir dann nochmal hier runtergehen. Das ist überhaupt keine Frage. Die Technik ist nicht so toll momentan. Aber schauen wir mal nach dem Put. Und dieser Put muss meiner Meinung nach liegen hinter oder knapp vor der 7.900. Hinter diesen Highs, also 7.850 ungefähr. Und da fällt mir der hier ein, das ist auch ein Open-End-Schein, ebenfalls von Goldman, 7.854,09. Im Moment ein 41er Hebel. Die Basis reduziert sich jeden Tag ein wenig.
Und das hat die Kennnummer GM1YLB. Der liegt also hier knapp dahinter, so ungefähr da, wo jetzt das obere Band ist. Weil wenn wir hier durchgehen, dann geht er auch über die 8000, also muss ich mir keinen ganz tiefen Put irgendwo holen. Kurzfristig erachte ich den Markt als leicht angeschlagen, hat aber auch nach dieser Bewegung absolut das Recht, mal ein bisschen auszuatmen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.